Wie sieht der aus? Ah, der hat ziemlich wenig. Aber der Kollege hier. Warte, woher kommen diese Tausenden von. Wo bist denn du? Du bist hier einmal, okay. Ja, gewinne einzufahren hier in Transport Fever 2. Es geht, wenn man die richtige Formel irgendwo durchgefunden hat. Bei mir ist, ich persönlich habe zu wenig Nerv, mich dafür reinzufuchsen. Es geht. Gut, also ich kann dir den YouTube-Kanal Heisenberg zockt. Der macht gute Videos, wie man finanziell Gewinne einbringt. Der hat mehrere Playlists mit Schönbau-Playlist, wo er auch Playlists hat, wo er wirklich mit Gewinnen arbeitet. Genau, also Heisenberg kann man da sich sehr gerne anschauen. Bei mir ist es halt wirklich so ein endlos Let's Play. Ich habe mir Geld geholt und ich meine, ihr seht ja da, ich mache pro Monat knapp 2 Milliarden Verlust. Ich kriege das irgendwie mit den Punkten nicht auf die Reihe. Weil im Amerikanischen ist Punkt und Komma und manchmal sieht das beides exakt gleich aus. Also entweder sind es knapp 2 Millionen oder knapp 2 Milliarden. Was wäre das nächstgrößere? Milliarden, 2 Billionen etwa minus pro Monat. Es ist meine Spielweise. Aber jede Spielweise ist die richtige Spielweise. 600, 600. Ja, langsam baut er das ab, aber es dauert seine Zeit. Es dauert seine Zeit. Und hier ist auch alles voll, meine Güte. Der Kollege, nein, ich möchte. Ja, es sind etwa 300, die Platz haben, das passt dann soweit. Jetzt möchte ich mal kurz schauen. Abnehmer, das passt. Also die werden auch abgenommen. Jetzt müssen sich einfach nur die LKWs richtig verteilen und ein wenig sich auseinanderfriemeln. Ist natürlich blöd, dass sie da durch die Städte müssen. Das ist halt ziemlich ein Negativpunkt. Ihr möchtet mich doch. Warte mal, dann mache ich das anders. Man kann noch bei der Linienverwaltung. Ich möchte an der Station 2, dass du mir. Nein, ich möchte das hier. Und zwar möchte ich, dass du mir. Entladen, genau. Er soll mir alles laden, was am Brettern ist und soll mir zu 100% entladen. So. Dann kann ich das ein wenig so manipulieren und dann bringt er mir das Holz hier rein und nimmt von hier auch das Ganze mit. Ah, kann ich sagen. Die ganzen Bretter mit. Zu der Stelle nach Wilandsheim und kann von dort aus das liefern.
Diese Sägemühle produziert auch schon mehr. Also es kommt wieder. Ich habe die ja lange Zeit einfach nur, dass irgendwas mal an Geld kommt, fahren lassen. Werkzeuge, das sieht sehr gut aus, wie das kommt. Der bringt jetzt ein wenig Holz nach oben. Das darf er, das ist okay. Ach stimmt, ja, das muss er ja sowieso. Das muss er ja sowieso. Genau, das passt. Dann, was machen wir als nächstes? Hier haben wir noch Eisen. Nein, das ist Kupfer. Kupfer habe ich hier. Wie mache ich jetzt den Quatsch? Es wird nicht einfacher. Wenn man noch alle Betriebe anschließen möchte, wird das mit der Zeit ein ziemliches Köpfchen. Ich würde von hier nach hier eine Route machen, dann den per Zug nach, ich glaube es lauter ist das noch, ja, das ist schon Wilandsheim Süd, weil hier habe ich einen Schüttgutverlad und würde dann per LKW das hier hinliefern. Die würden das hier hinliefern, dann hätte ich einen Kupferverlad. Das könnte man dann auch noch verladen und ja, das könnte man mit den Silberbarren, würde das dann auch wieder zur Silberlöffelfabrik gehen. Unter anderem Stahl könnte ich hier hinliefern. Für die Fabrik, da könnte ich die werden verbunden, also Stahl könnten wir auch hier abzweigen, runterfahren bis hierhin. Aber da würde ich eher sagen, machen wir Stahl hier und würden da, also das Eisen, Erz könnte ich ja gut und gerne noch mehr Kapazitäten machen, indem ich das hier hinliefere. Dann bräuchte ich einfach noch einen Kohlezulieferer. Wo hätten wir noch Kohle? Ich sehe Stein, ich sehe Sägewerke, ich sehe Öl. Haben wir echt? Woher habe ich dann die Kohle für das andere? Ach, hier hätten wir Kohle. Dann könnte ich Kohle und Eisen beides noch einmal hierhin liefern. Genau. Dann hätte ich Stahl und Stahl könnte ich dann wiederum hierhin liefern. Dann bräuchte ich Kunststoff und Kunststoff wird aus Rohöl gemacht, dann kann ich die Produktion noch aufgleisen. Dann mache ich das mal noch zuerst, dass wir die Verpackungsmaterialien haben. Fracht habe ich. Weil es speichert. Nehme ich noch kurz einen Schluck, Augenblick bitte. Wunderbar.
ich mache von der Kohlefirma hier hin zur Stahlfirma, gehe dann bei der Eisenfirma und gehe wieder zur Stahlfirma. Da macht es mir so einen Rundkurs. Dum, 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 dum. So, komm jetzt. Wo ist mein schönes Depot? Warte mal, das habe ich doch wieder. Das Icon ist drin. Hier. Ich hab's. Dann machen wir ja mal etwas Abwechslung. Ich bin immer so einer, der gerne mal alles das exakt gleiche macht. Linie 3. Dann wird die Stahlfirma beliefert und den Stahl bringen wir jetzt hierhin, genau. Da mache ich noch Cargo Erzlieferung Wilhelmsheim. Und immer schön die Linien beschriften, dass ihr ungefähr wisst, von wo bis wo die gehen. Einmal hier, einmal hier. Dann wird Stahl hier hingeliefert. Und jetzt ist die Frage, wo gehst du mir durch? Aha. Habe ich mir doch gedacht, dass du, der Kleine, den Kreisel hier in der Mitte, so wirklich rein alleine. Und der Kollege, den habe ich noch nicht. Da muss ich mir noch einen Wegpunkt setzen. Innenverwaltung, einmal Wegpunkt. Weil hier soll rein der Bus. Wait a moment. Welcher fährt mir hier? Du, Kollege. Miro, Säge lauter. So, nur der Bus darf durch. Ja, dann mache ich doch den raus. Dann ist doch das besser so. Jo. Jo, jo. Das geht. Genau, dann hätte ich da noch Cargo. Stahl, Wilhelmsheim, Wilhelms, so. Genau, und jetzt brauchen wir noch die entsprechenden Fahrzeuge, nein, falsches Icon gewesen, dann möchte ich ja ein wenig Abwechslung. Der kann mir auch Stahl, den Scania. Jetzt brauche ich Wilhelmsheim Stahl. Genau, dann haben wir einen riesen Kuddelmuddel an diversen Linien. Aber eine gute Möglichkeit, Fracht zu transportieren. Was auch noch wichtig ist, wenn man dann die Städte größer werden, es kann manchmal von der Performance sogar sinnvoll sein, einen Großteil der Stadt abzureisen und selbst mal die Straßen zu ziehen.
Weil eigens erstellte Straßen sind manchmal ziemlich wild von den Kreuzungen her, von den Polygonen her. Und das kannst du ein wenig schlichter machen für die Performance, wenn man kurz alles abreißt, Straßen selbst ungefähr in einem gewissen Raster ziehst, dann hast du da weniger Schwierigkeit. Schwierigkeiten nicht, aber es kann die Performance verbessern. Genau, und bei mir sind halt immer wieder, weil ich halt Build with no Collision habe, wachsen mir halt gewiss Häuser leider durch die Bauten hindurch. Aber das habe ich auch gemacht, vor allem für den schönen Bau. Plus, es gibt so vereinzelt mal Modifikationen, da hast du Probleme mit dem Terrain, dass es irgendwie eine Überschneidung gibt und dir sagt, okay, das ist nicht erreichbar, das kannst du nicht bauen, weil Kollision. Und dann hilft dir diese Build with no Collision Mod auch sehr gut. Da kommen schon die ersten Kohlelieferungen. Ja, da sieht man, das sind dezent noch am schöne Animation, aber also wer mir das physikalisch erklären kann, dass man beim Auskippen einlädt, der muss wahrscheinlich einen Nobelpreis kriegen. Weil das ist jetzt wirklich... Ich erlebe ja vieles, aber... Gut, programmiertechnisch kann ich es verstehen, dass einfach bei einem Haltepunkt wird diese Animation abgespielt. Das sieht sehr schön aus beim Entladen. Beim Beladen sieht es dann halt ein wenig seltsam aus. Da muss man immer so ein wenig mit einem zwinkernden Auge zuschauen. Und dann auch überall mit so Drehlichtern oben drauf. Es gibt schon verdammt gut gemachte Modifikationen. Ja, jetzt staut sich's halt ein wenig. Aber ich denke, das kommt gut. Sobald sich die ein wenig auseinandergezogen haben, das ist ja der große Vorteil bei Straßenbahnen und LKW, die musst du nicht selbst auseinanderziehen. Die machen das über die Zeit. Bei der Eisenbahn hingegen, ich weiß jetzt nicht mehr, ob sie den mal selbst reingesetzt haben oder ob das eine Mod ist, die Fahrplan-Mod. Da kannst du bei den Linien einen Takt einstellen. Meistens, wenn du hier eine Linie hast, kannst du auf die Linie klicken und dann siehst du den Takt. Diesen Takt gebe ich eigentlich im Fahrplan ein, an einer Haltestelle. Und dann ziehen sich die Züge automatisch auseinander und ich finde das so genial und ich habe schon am Entwickler mal geschrieben, so an der Anfangsphase, nebst dem, dass sie eigentlich das System, was sie bei den LKW ist, bei den Personenverkehr allgemein im ÖPNV haben, dass sie das eigentlich auf die Eisenbahn doch auch implementieren können, weil du hast das bei Schiffen, bei Flugzeugen, bei LKW, warum nicht bei der Eisenbahn? Ich konnte es mir nur erklären, dass es vielleicht ein wenig mit den Signalen noch zusammenhängt, dass da
etwas, ja, halt ein wenig sich überschneidet. Aber ansonsten konnte ich mir das nicht erklären, weshalb das nicht drin ist. Deshalb habe ich dann mal den Fahrplan-Mod reingenommen. Ich weiß eben, weil das halt auch schon ein Spielstand ist, der, wie lange jetzt? Ein Jahr etwa, ein Jahr alt ist, halt auch nicht mehr, was ist jetzt alles Mod und was ist vielleicht noch dazugekommen, kann ich nicht mehr sagen. Aber man sieht, wird schön abgearbeitet, deshalb habe ich immer gerne bei den LKW-Stationen, such mir selbst den Weg, wo es gerade frei ist. Deshalb mache ich das, weil das halt wirklich das ist, was einfach auch einen Flow gibt. Und je nach Straße, hier die Verbindungsstraße von Sulzheim nach Wilhelmsheim zu Lauter, da habe ich sogar mal eine Autobahn gebaut, weil halt einfach zu viel Traffic auf den kleinen zweispurigen Straßen sind. Deshalb ist auch hier eine komplett sechsspurige Straße in der Mitte plus noch die Busspur. Die Busspur wird auch von den LKWs mitbenutzt und das gibt einen wunderbaren Flow. Also wenn wirklich mal die Stadt verstopft ist, kurz sich einen Weg durchreißen, eine schön breite Straße machen mit Busspur und dann können die LKWs und Busse über die Busspur ein wenig, weil das ist das Geniale, Bus und LKW können die Ampeln schalten und dann wird zuerst die Bus und LKWs durchgelassen und erst dann kommt der Privatverkehr. Das finde ich so ein geniales System. Also Hut ab, das ist wirklich gut gelungen. Würde ich mir ehrlich gesagt auch für City Skylines 2 wünschen, aber dort gibt es noch ein paar mehr Probleme als das. Und für das Alter muss man sagen, Transport Fever 2 hat wirklich den Erfolg dank der Mod-Freundlichkeit, dem Mod-Support auch, so eine Langlebigkeit und wirklich, es gibt, ich meine, nein, also den Zug auch, aber ich meine, so eine Lokomotive zu basteln, das ist eine Mod. Und Hut ab an alle Modder, die unzähligste Mods entwickelt haben, die so ein Spielerlebnis so weiterentwickeln. Gut, was machen wir jetzt als nächstes? Wir machen... Gut, das mit der Kohle läuft. Stahl müsste von meiner Seite her aus gehen. Jetzt kommen erst die Kohletransporte an. Dann gehen sie nachher zur... Ich muss das... Ja, das ist immer ein wenig das Doofe. Beim Stahlwerk... Einfach mal alles entladen, bitte. So. Da wird nichts geladen. Nein, Mist. Eisenbergwerk. So, Kohle. Ja. Jetzt ist das halt... Eisenkohle. Ach nee, nicht das Kohleberg. Boah.
Also lange mache ich nicht mehr. Ich merke langsam, dass ich irgendwie Kapazitätsgrenze komme. Also wir haben Stahlwerk, ist es eins, Eisenbergwerk, dann bitte wieder Stahlwerk und dann Kohle. So rum. Ich hasse mein Leben. Weißt du was? Wenn du mir so blöd kommst heute, dann machen wir das einfach. Einfach. Alles raus, dann wieder die Linie neu setzen und dann hast du alles. Dann stimmt auch wieder alles. Gut, einmal hier wieder die ganzen Linien rein. Dann einmal bei Stahlwerk das Laden rausnehmen. Dann auch hier, ne? Jetzt noch richtig treffen. Jetzt brauche ich noch... Ich möchte eigentlich nur Entladen noch reingeben, aber das sagt es mir nicht. Gut, dann hätten wir das, wir hätten das. Die LKW... Ja, die haben sich jetzt halt natürlich wieder komplett entleert, weil sie kurzzeitig die Route verloren haben. Aber das mit dem Stahl funktioniert. Jetzt brauchen wir Kunststoff. Lieferant, bitte mal nach Cargo. Es gibt so viele Stahlwerke, aber nur 4 Jammeln Chemiefabrik. Wo ist Jammeln? Jammeln ist hier. Oberjammeln. Jammeln. Tönt fast schon wie Jammern. Und der braucht Lieferant Ölraffinerie. Und Ölraffinerie braucht Rohöl. Zum Glück haben wir hier gerade Rohöl zu Öl. Also da mache ich es mir ganz einfach, Brücke rüber, fertig. Dann brauche ich nur noch einen Lieferant für nein, eigentlich möchte ich. Was haben wir etwa in der Nähe mit Rohöl? Ja, eigentlich den hier, ne? Dann würde ich den sogar... Schiff geht nicht, wegen den Brücken hier. Und ich kriege die auch nicht höher, weil ich halt da wirklich nahe am Bahnhof bin. Und das gibt dann halt einfach immer, ja, Kollisionsprobleme. Nicht gerade ideal. Wie, oder haben wir noch auf einer anderen Seite? Ich könnte natürlich... Wir haben hier auch Güterterminals. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wie viele Terminals hast du? 3. 1. Ah, er hat noch 2 unterirdische. Das ist natürlich sehr gut. Dann können wir unterirdisch eine Güterzulieferung machen für Rohöl. Dann würde Rohöl über die LKW-Station hier rüberfahren, würden dann das Öl mitnehmen hier rüber. Und dann müsste ich einfach noch eine zusätzliche Linie machen, die mir einfach das Plastik hier hinliefert. Und das Plastik könnte dann wieder rum mit der Eisenbahn hier mal nach Delfeld
gebracht werden und von Dillfield aus kann es dann über die Güterzugtrasse verteilt werden. Aber ich muss schauen, ob ich die Möglichkeit habe. Ja, eigentlich schon. Ich müsste einfach noch vielleicht einzelne Zugsgarnituren anpassen. Also, dann mache ich zuerst mal diese Möglichkeit. Die Frage ist, wie mache ich das?